Guten Tag, mein Name ist Carola Brockmann. Mir gehört die Buchhandlung Carola Brockmann, die ist in Brühl zwischen Köln und Bonn. Ja, und ich möchte Ihnen ein Lieblingsbuch vorstellen. Das ist sehr schwierig für eine Buchhändlerin, weil die hat viele Lieblingsbücher und die verändern sich natürlich eigentlich wöchentlich oder monatlich. So, Sie kennen vielleicht den Autoren Peter Hoeg, der hat Fräulein Smillers Gespür für Schnee geschrieben. Naja, und die Welt wartet immer auf einen weiteren großen Roman und ich glaube, hier ist er. Das ist der Susanne-Effekt. Peter Hoeg entführt uns nach Kopenhagen. Es gibt dort eine Familie mit zwei Teenager-Kindern. Er ist Musiker und sie ist Wissenschaftlerin. Ja, und die Familie hat ein Problem. Die waren im Ausland, da ist was schiefgelaufen. Und es scheint so, dass das so ein ganz fingiertes Manöver ist. Denn die Dame wird gebeten, ja, Nachforschungen anzustellen. Und es gibt da so eine Zukunftsgesellschaft. Das Ganze ist sehr geheimnisvoll und man merkt, etwas geht nicht mit lauteren Dingen zu. Immer wo sie hinkommt, trifft sie Menschen an, die aber leider nicht mehr leben. Und irgendwas ist da so im Busch. Die Familie merkt, dass sie bedroht werden. Und es ist wie ein Spionageroman, es hat was mit Zukunftsforschung zu tun und es hat rasante Showdowns. Es endet auf einer Insel, einer ziemlich unbewohnten Insel, wo Forschungsprojekte mit Genmanipulationen betrieben werden. Und es sind viele Verfolger der Familie auf der Spur. Ich fand es sehr rasant. Es hat mich an die Fräulein Smiller erinnert, die ja auch ein sehr kompetentes Wissen hatte. Ja, und das hat zur Folge, dass ich meinem Mann gesagt habe, wir müssen nach Kopenhagen.